Über Nacht hat der erste Schnee die Landschaft verwandelt. Monika Pfaffinger versorgt ihre kleine Rinderherde. Das ist eine tolle Stimmung jetzt, oder? Ja, ich finde schon. Vor allem hat der Stall immer auch was Behagliches, gell? Das wäre so ein Krippel, ist das. Erst vor wenigen Tagen ist das Leben endgültig von den Bergweiden nach drinnen gezogen. Warum habt ihr bei anderen die Schellen noch dran? Da, wir machen das halt nach und nach. Wenn wir es gut erwischen oder wenn die gerade günstig steht und sie das machen lassen, dann tun wir es runter, weil es passiert ja nichts. So nach und nach wird der Haufen halt immer größer und irgendwann ist es dann leise. Vielleicht mag man sie auch nicht so schnell trennen, glaube ich. Ja. Man mag einfach nur ein bisschen Gebümmel haben. Also irgendwie hat mir das gefallen, das ist noch gar nichts. Weil das für uns ja gar kein Hähnchen ist. Kein Schneehähnchen, das ist nur mal so ein Obatzen halt. Mit jeder Jahreszeit halt einfach mitgehen. Das finde ich ist das Schöne auch. Dass du den Wechsel hast hier in den Breiten und dass du immer was Schönes findest. Es muss jetzt nie das tolle Wetter sein, weil das hat auch das Nebelreißen was und das hat dieses Zusein was. Und weil wenn es so schön wieder ist, dann ist das auch anstrengend. Dann ist noch mehr Schwung drin und noch mehr Menschen sind umeinander. Und so hast du es halt einfach auch für dich. Da ist es halt ruhig. Und unter allem schlummert das Neue, gell? Bricht dann im Frühjahr wieder raus. In jeder Knospe ist schon wieder der neue Frühling angelegt. Und so geht man halt jetzt da rein in diese Stadizeit. Mit dem Bewusstsein, dass dann wieder alles aufbricht und so eine Kraft in sich hat, dass das dann wieder so explodieren kann. Dieser völlige Rückzug ist auch eigentlich zur Ruhe gekommen. Also früher haben sie die Zeit einfach genutzt zum Rasten, weil sie mal nicht so pressiert. Heute noch bringt das Leben mit dem Kreislauf der Jahreszeiten eine innere Ruhe. Auch der Nachbar, der Seppenbauer Hans Pfaffinger, baut jetzt die Weidezäune ab. Warum machst du das so gern, Hans? Weil man hat es vom Vater halt so mitgekriegt und man ist so reingewachsen. Und man mag halt die Landschaft erhalten. Nein, ich sage, was der Vater gearbeitet hat, das war eh, die haben keinen Allrad-Bulag nicht gehabt und die haben so einen Häfling gehabt. Das war sein bestes Rose im Stall. Das war bloß eins. Aber das, mit dem haben sie halt das Heu reingefahren, Holz haben sie gearbeitet mit dem. Der Seppenbauernhof ist rund 300 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Im alten Hochbarren reicht die Heuernte von den Bergwiesen bis unters Dach. In der kalten Winterluft duftet es jetzt nach Blüten und Kräutern. Ich brauche kein Fitnessstudio, aber da ist Freihaus. Tun so Tag aus, Tag ein immer das Gleiche tun? Ja, im Winter jetzt schon. Das ist jetzt die Winterarbeit. Im Sommer haben wir andere Arbeiten. Aber jetzt im Winter Futter herrichten, ausmisten, ja, Steuerarbeit. Zehn Kühe und vier Kälber hat er im Stall, der aus rohen Steinen gebaut und dann gekalkt wurde. Hans führt den Biobauernhof mit seinen beiden Schwestern so, wie es die Vorfahren gemacht haben. Gestern ist ein Kälbchen geboren worden. Ja.
Es ist draußen auf der Wiesen oft weggekommen. Draußen, wo man da halt beim Zahnabbauen war. Da waren gestern eh noch alle draußen, weil es wieder recht schön war. Und dann, das haben wir nachher ja, im Schubkorn habe ich noch einer gefunden von denen her. Okay, das ist, haben wir schon auf Fahrt gehabt gestern. Okay. Stellst du dir das dann ab und zu vor, wie da so die Vorfahren gelebt haben oder ja, diejenigen, die das gebaut haben? Ja, ja, denke ich mir oft, von dem her, was sie die alles für Mühen auch da haben und was sie die geschunden haben. Und ja, und jetzt hat man es eigentlich viel leichter in der heutigen Zeit, gell, viel bequemer, viel ja, moderner eigentlich. Und da war es fast eine Sünde, wenn man alles hinschmeißen darf. Und deshalb gibt es mit der Leiten. Drei Bergbauernhöfe mit ihren Zuhäusern mitten an der Leiten, dem Berghang. Schon nachts um eins sind Monika und ihr Mann Peter an diesem Morgen aufgestanden. Es ist der Brotbacktag. Sie haben mit der Milch aufgehört und die Millikammer wurde Backstube. Peter war der Hoferbe und hat den Bauernhof mit Monika behutsam modernisiert. Stundenlang arbeiten sie in der Stille. Ich glaube, das ist auch so, wie man gearbeitet hat, einfach früher, wie es noch kein Fernseher und kein Radio gegeben hat. Die Dinge vergehen ja die Zeit auch so schnell, oft wenn man auf dem Feld rächert. Und man ist nur beim Rächern, das ist eine ganz simple Tätigkeit ist. Aber du machst ja dann auch so Gedankenspaziergänge oder denkst da schon was durch. Oder, ja, ich finde, das geht immer mehr, wenn man wenig Telefonate hat unter dem Tag. Und die Dinge, die man halt ausreißen aus seinem Tun. Und ich finde, der Rhythmus ist halt gewahrt. Du hast ja deinen Arbeitsrhythmus genauso, wie du beim Berg auch hast vielleicht. Und den hältst du dann immer bei und fangst nicht immer mit einem anderen Takt an oder so. Ach, wo war ich jetzt? Oder was wollte ich denn jetzt gerade mitnehmen? Das ist eigentlich eine schöne Fügung, dass das so geht. Weil eben mit der Milch hat der Hof keine Zukunft mehr gehabt. Und so können wir halt wieder was rauswirtschaften und Familieneinkommen mit diesen vielen Standbeinen, die wir haben. Das ist die Vermietung, das Brotbauer, Bäder geht in die Arbeit, die kleine Landwirtschaft. Mit den vielen Standbeinen stehen wir halt. Morgen. Um kurz vor sechs taucht Marinus, eins der Kinder, auf fürs Pausenbrot. Die haben schon gar keine Zeit mehr. Ach so. Da geht's in 5 Minuten schon aus durch. Und die müssen um 5 nach 6. Sie fahren ja mit dem Bus unten schon los bis nach Aschau. In Aschau kommt um 20:15 mit der Zug. Und dann geht's weiter nach Bern mit dem Zug. Und genauso wieder zurück. Die Zeichen dabei. Ui. Jetzt geht's dann los mit den ersten Nachrichten und dann ist die Stille auch vorbei. Das ist jetzt der Moment, wo einfach die Welt dann ins Laufen kommt, gell? Rundum. Und morgen gibt's schon was für Frühstück? Ja, das. Ja, schau, du wirst schon was finden. Der Anderl ist das jüngste von den 5 Kindern, die teilweise schon ausgeflogen sind. Die nehmen das sicher auf und mit in ihren Leben. Aber sie müssen es ja nicht genauso machen. Also das ist mir schon wichtig, dass die total einen individuellen Weg suchen. Weil dann hat man immer die Kraft, dass man das Leben durchhält. Auch beim anderen Nachbarn, dem Hotzen, beginnt jeder Tag um 4 Uhr früh. Ja, muss man da nicht mehr gehen, muss man schon Gas geben in der Früh. Weil sonst werden wir nicht fertig, wir sind jetzt um 5:30 dann unten mit der Milch. Die Eltern haben noch mitgeholfen, die irgendwann waren die weniger, irgendwann fallen dann die weg. Und dann musst du halt schauen, dass du klarkommst. Weil sonst gibt es nicht viele Möglichkeiten. Mach's oder mach's nicht. Und warum machst du das? Ja, ich hänge schon am Herzblut an den ganzen Hof. Der Hof ist ja sehr alt schon. Und solange Gesundheit das so mitmacht, werde ich das weitermachen. Die beiden Bauern verpacken ihre Milch gemeinsam für den Transport ins Tal.
aufpasst. Unten an der Dorfkirche in Sachang wird sie vom Milchlaster abgeholt. In vielen Aspekten ist die Vergangenheit hier noch lebendig geblieben. Für Sebastian Wastpfaffinger, der tagsüber auch noch auswärts arbeitet, bedeutet es einen 12- bis 14-Stunden-Tag. Das ist so das erste Tagwerk vollbracht, oder? Ja, alles. Milch ist weg und haben wir fertig. Das ist an Weihnachten und so weiter das Gleiche, gell? Das wird Weihnachten, Silvester das Gleiche sein, Januar, Neujahr. Die Kirche, die schauen nicht, ob es ein Feiertag ist, ein Sonntag ist oder sonst was. Die Woche zwischen den Feiertagen ist dann frei, aber da muss man auch schauen. Kann man ins Holz schon gehen oder es ist nicht so, dass man sagt, dann, die Woche legt man sich dann nur aufs Kanapé und schaut einen Film nach anderen an oder was. Das geht nicht. Viel intensiver wirkt jedes Detail in der in sich ruhenden Welt dieses besonderen Fleckens. Vor einem halben Jahrhundert sind die drei Bauernsöhne, der Wast, der Hans und der Peter, mit ihren Geschwistern in dieser Welt aufgewachsen. Bei uns war es natürlich super. Wir haben damals keine Straße gehabt. Eigentlich. Das war die Teerstraße noch nicht. Wir waren praktisch total unter uns. Ich war der Älteste hier oben. Ich war praktisch zwei, drei Jahre bin ich älter als die anderen. Wir haben nicht viel gebraucht. Einen Schlitten im Winter und einen Fußball im Sommer. Und dann ein Messer später ein bisschen im Wald rein. Und das war unsere Jugend, also unsere Kindheit. Und prägt das? Also das prägt auf alle Fälle. Wir haben nicht abgelenkt vom Fernseher, was es heute gibt oder etc. Wir waren nicht nur draußen, also so, außer wenn es einmal ganz extrem war vielleicht. Aber sonst haben wir immer im Freien gewesen. Wast schaut heute nach dem Wald, um die traditionelle Winterarbeit im Holz einzuteilen und abzuschätzen, was hier in den nächsten Monaten zu tun sein wird. In der Nacht ist Kammeis gewachsen, wo das Wasser aus dem feuchten Berghang herausdrängt. Die Landschaft verharrt zwischen Frost und Wintersonne. Unsichtbar von außen zeigt sich jetzt der Schneebruch aus dem Vorjahr, der in diesem Winter aufgeräumt werden muss. Unten in Mitterleiten bringt Marinus die Oma vom gemeinsamen Mittagessen in ihr Austragshaus. In vielen kleinen Dingen werden die Menschen von dem Ort, an dem sie leben, geprägt. Du lässt dich nicht so mitreißen in einen Strudel rein. Du hast nicht diese Wahnsinns-Weihnachtsbeleuchtung, wie in den Dörfern das halt so ist. Du kannst das alles ja viel ruhiger angelassen, das ist sicher so. Und du hast ein viel extremes Wetter. Also du kannst einen extremen Schneesturm haben und das berührt dich auch, weil das so schön ist, wenn so ein Schneewachten sich aufbaut und du das beobachten kannst. Das sind ja so ganz viele meditative Aspekte, die Landschaft einfach bringt. So wird die besondere Verbindung zur Landschaft und zur Lebensweise der früheren Generationen in Mitterleiten weitergetragen. Und es wird spürbar, wie hier Zeit anders vergeht und auch ein anderes Zeitgefühl entsteht. Solche Einsichten geben sie uns mit, wenn wir sie besuchen.